Vielen Dank, dass ihr gekommen seid und dass ihr euch nicht davon abgehalten habt, trotz des Titels. Und ich würde mich freuen, wenn ihr euch eine kurze Einführung da halten würde und vor allem zeigen könnte, wie die Aussichten in Schleswig-Holstein und deutschlandweit sein könnten 2050. Ich würde ganz kurz, weil es um Krebs geht, über die Krebsentstehung sprechen. Keine Sorge, es wird nicht kompliziert werden. Dann die Geschichte der Krebstherapie, den aktuellen Stand. Und vor allem, was ich hoffe, euch zeigen können, die weiteren Aussichten, was kann man im Bereich der Krebstherapie bis 2050 hoffentlich erreichen. Ganz kurz zum Thema Krebs. Leider erkranken jedes Jahr in Deutschland 510.000 Menschen an Krebs. Das ist so die zweithäufigste Todesursache nach den Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Man muss sagen, dass viele Krebserkrankungen auch durch den Lebenswandel bedingt sind. Das heißt vor allem Rauchen ist ein Faktor, der zum Krebs beitragen kann. Und ca. 40-60% aller Krebsfälle werden vermeidbar durch eine Veränderung der Lebensweise. Wenn ihr Interesse habt an Krebs und Krebsforschung und Krebstherapie, gibt es ein frei verfügbares Paper, das ihr entweder im Internet runterladen könnt oder wenn ihr es nicht findet, auch... Oh, Entschuldigung. Einfach mir eine E-Mail schreiben könnt. Das ist ein frei verfügbares Paper, Hallmarks of Cancer. 11 Seiten, aber sehr dicht gepackt. Wenn ihr das lesen wollt, habt ihr dann, glaube ich, wirklich das, was in Krebsforschung und Therapie vorgeht, einmal anstatten. Was ist Krebs? Krebs liegt immer dann vor, wenn Zellen in einem bestimmten Gewebe nicht die Funktionen erfüllen, die sie erfüllen sollten, sondern sie hören auf, die entsprechenden Funktionen zu erfüllen, sondern teilen sich nur noch, ohne irgendwas zu machen. Also sie teilen sich und überschreiten die ihnen zugewiesenen Grenzen, zerstören diese und breiten sich im gesamten Körper aus. Und Krebs ist, wie gesagt, nicht nur die Krebszelle, sondern im gleichen Anteil auch das umgebende Gewebe, das durch den Krebs manipuliert wird und so verändert wird, dass das Krebswachstum verändert wird. Man kann verschiedene Signalwege finden. Das klingt alles komplizierter, aber man kann zwei Sachen unterscheiden. Einmal, was passiert in der Krebszelle selber? Also welche Veränderungen treten in der Krebszelle auf? Und wie tragen die zur Krebsentstehung bei? Da gibt es verschiedene Signalwege. Einmal gibt es ein Signal zur Zellteilung. Wenn dieser Signal verändert ist, entsteht Krebs. Dann gibt es sogar eine Wachstumshemmer, also eine interne Polizei in der Krebszelle, die sagt, du darfst dich nicht teilen und hör auf, dich zu teilen. Wenn diese interne Polizei beseitigt wird, entsteht auch Krebs. Dann gibt es einen Regulator, einen Polizist, der wirklich das gesamte, die ganze Zelle überweist, dann nennt sich P53, ist ein Protein. Wenn dieses Protein ausfällt, entsteht auch Krebs. Die Zellen sollten eigentlich normalerweise in einem Gewebeverbund sein, sich mit den anderen Gewebebestandteilen verbinden. Und wenn diese Verbindung, dieses Zusammenfassen aufgehoben wird, so wachsen die Zellen nicht mehr da, wo sie wachsen sollten, sondern überschreiten alle Grenzen und es entsteht Krebs. Aber wie gesagt, es ist nicht nur die Krebszelle selber, die zur Krebsentstehung beiträgt, sondern auch das umgebende Gewebe. Die Krebszellen manipulieren das umgebende Gewebe, die Zellen, das Immunsystem, Bindegewebszellen, Blutzellen etc. Und durch diese Veränderung passen sie das Gewebe oder das umgebende Gewebe so an, dass sie das Wachstum von bösartigen Zellen fördern und, was genauso schlimm ist, das Wachstum von normalen Zellen blockieren. Das heißt, der Krebs nimmt das umgebende Gewebe in Geisel und manipuliert es in einer Weise, dass sein Wachstum fördert, alle anderen behindert werden. Und es entstehen Entzündungen im Gewebe, das Immunsystem wird verändert, der Metabolismus im Gewebe wird verändert und die DNA-Reparatur, die durch das umgebende Gewebe beeinflusst wird, wird auch verändert. Wie lange ist Krebs schon bekannt? Das ist schon im Altertum vor 3500 Jahren in einer alten Papyrusschrift beschrieben worden. Auch Galen, einer der Väter der Medizin in der Antike, hat Krebs beschrieben. Und der Name Krebs ist eigentlich in fast allen Sprachen ähnlich. Es deutet auf dieses Tier hin. Wie man hier sieht, im Gewebe wachsen da Gefäße rein in das Gewebe, um dieses überstürzte Wachstum zu fördern. Und das sieht aus, oder das wurde immer beschrieben als Krebs, also wie die Zelle und die zuführenden Gewebszellen. Wie sieht die Krebstherapie aus? Also schon im 900.000 nach Christus war der erste Gedanke, okay, wenn was böse ist, ich mach's erstmal weg. Also Avicenna und andere Ärzte haben allererstes vorgeschlagen, Krebszellen rauszuschneiden. Bis dahin wusste man gar nicht, was man damit machen sollte. Und aber der erste Vorschlag war, es rauszuschneiden. Das hilft bei einigen Krebsarten, aber nicht bei allen.
Dann mit Entdeckung der Röntgenstrahlung 1900 wurde das auch gleich eingesetzt. Röntgenstrahlen übertragen Energie, besonders auf Zellen, die sich sehr stark teilen. Und man konnte nachweisen, dass wenn man die Krebszellen bestrahlt, kann man zuletzt an dem Ort, wo die Krebszellen waren, das Tumor zurückbilden. Dann während des Zweiten Weltkrieges wurde ja auch mit verschiedenen chemischen Waffen experimentiert. Und eins war Senfgas oder ein Senfgasderivat, das man leider im Zweiten Weltkrieg eingesetzt hat oder auch im Ersten Weltkrieg. Aber eine Abwandlung von dem Senfgas hat man zum allerersten Mal bei Kindern eingesetzt, eine sehr aggressive Form von Blutkrebs aufweisen. Und bei denen hat ein Produkt von Senfgas zum allerersten Mal zur Heilung geführt. Das war die erste Chemotherapie, die man damals bei Kindern eingesetzt hat und zur Heilung geführt hat. Dann um den 2000er herum, man hat davor immer nur Chemotherapie gegeben oder Strahlentherapie. Diese beiden haben starke Nebenwirkungen, weil sie nicht nur das Krebsgewebe beseitigen, sondern auch das normale Gewebe. Und die Idee war, Mensch, kann man in der Krebszelle irgendwas ausschalten, was nur für das Wachstum der Krebszelle verantwortlich ist, aber nicht für das Wachstum normaler Zellen. Und Brian Duker 2001 hat einen Wirkstoff entwickelt, Imatinib, das zum allerersten Mal bei einer ganz bestimmten Form von Blutkrebs die bösen Zellen beseitigt hat und die normalen Zellen mehr oder weniger nicht angreift. Das war vorher die chronisch-myeloische Leukämie, eine Blutkrebserkrankung, die immer zum Tod geführt hat und für die man wirklich eine heftige Chemotherapie durchführen musste, die mit vielen, vielen Nebenwirkungen verbunden war. Und zum ersten Mal 2001 hatte man eine Therapie, wo man wirklich nur täglich zwar eine Tablette einnehmen muss, aber dann eine normale Lebenserwartung hatte. Also man musste keine Chemotherapie nehmen, man starb nicht an den Folgen, sondern man kann durch eine Tablette die Krankheit unter Schach halten. Und bei einigen kann man durch die Tabletteneinnahme die Krankheit komplett heilen. Und last but not least, Nobelpreisgabe, James Allison, Tasuku Honjo, in den 2018-19er Jahren. Da hat man zum ersten Mal gesehen, dass man tatsächlich auch das Immunsystem verwenden kann. Es gab viele Krebsarten, die auf keine Chemotherapie angesprochen haben, wo man wusste, dass der Tumor das umgebende Immunsystem ausschaltet. Also dem Immunsystem sagt, Mensch, hier ist nichts los, hier ist alles in Ordnung, macht nichts. Und wenn man dieses Signalweg aufhebt und die Immunzellen wieder aktiviert, so geht der Tumor zumindest deutlich zurück und kann längere Zeit ohne größere Nebenwirkungen unter Kontrolle gehalten werden. Und ich würde euch gern so meinen Lebensweg einmal zeigen, wie ich zur Krebsforschung gekommen bin. Und ich würde mich freuen, wenn ich Sie oder euch motivieren könnte. Wir haben auch bei uns im UKSH, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Kollegen, die Physiker sind, Bioinformatiker sind, aber genauso daran beteiligt sind, die Krebstherapie voranzutreiben. Und vielleicht kann ich einige von euch dazu motivieren. Einer der bestverstandensten Krebsarten ist Leukämien, das Blutkrebs oder weißes Blut von Virchow beschrieben, weil es einfach zu einer ungehemmten und ungezielten Vermehrung von weißen Blutkörperchen kommt. Diese bewirken, dass die normalen Immunzellen verdrängt und zerstört werden, sodass nur noch das bösartige Gewebe da ist. Und Krebs, das ist immer eine Eigenschaft, das sind Zellen, die ihre ursprüngliche Funktion nicht mehr erfüllen. Also jedes Gewebe hat eine bestimmte Funktion, aber Krebszellen teilen sich nur noch, füllen aber keine Funktion aus, sodass das Immunsystem einerseits verdrängt wird, sodass Bakterien, Viren den Körper überrennen und leider zum Tod führen. Und das führt dazu, dass diese normalen Zellen, Blutzellen, die sich zu den verschiedenen Blutzellen hin ausreifen, also aus den ganz unreifen Zellen, entsteht wie in der Schule. Ärztinnen, Feuerwehrfrauen, Malerinnen und verschiedene Berufe. Und das ist das Gleiche auch im Blutgewebe. Also aus einer Zelle entstehen verschiedene Zellen, die dann verschiedene Funktionen ausfüllen. Wenn aber diese Entwicklung über die Schule und Grund-, Mittel-, Hochschule blockiert wird, dann entstehen Krebszellen, die sich nur noch teilen, aber diese Funktion nicht mehr ausüben und dann zum Verdrängen der normalen Gewebe führen. Und man kann, man gibt dem Patienten relativ viel Chemotherapie aktuell noch. Ich zeige Ihnen gleich, wo wir hinkommen. Man hofft, dass man die Chemotherapie greift Krebszellen heftiger an als normale Zellen. Das heißt, jedes Mal, wenn der Arzt in Chemotherapie gibt, macht er eine Art Wette, dass die Schäden, die man an einem Tumor hervorruft, stärker sind als die Schäden, die man am Körper hervorruft. Man kann dann zumindest bei einem Teil der Patienten dann die Krankheit heilen.
Das ist ein Buch, das mir meine Tante geschenkt hat, als ich hier an der Uni zu Lübeck berufen worden ist. Es ist ein Buch der Inneren Medizin 1940. Und da steht zum Krebs zum Krebs, also man kann sie nicht unterscheiden und man kann dagegen auch nichts machen. Also das war die Aussage zur Krebstherapie 1940, ungefähr 80 Jahre her. Auch man weiß nicht, wo das herkommt und man kann auch nichts machen. Das finde ich, glaube ich, eine relativ deprimierende Aussage, die in den 1940er Jahren da war. Und man hat versucht, dieses Blutkrebs zu behandeln und hat wirklich viel probiert. Und in den 70er und 80er Jahren zum ersten Mal eine Kombination gefunden aus zwei verschiedenen Chemotherapeutikern, die zumindest bei 20-30% der Patienten zu einer kompletten Heilung führt. Also von 1940 bis 1970 hat man trotz vieler Bemühungen nichts gefunden, dann eine Kombination gefunden. Und diese Kombination ist eigentlich bis 2010 der Standard geblieben. Und ich will Ihnen zeigen, was wir haben dran verändern können und was wir vielleicht hoffentlich auch dran verändern können. Wir hatten diese zwei Chemotherapeutika 1970 oder Ende der 70er entwickelt worden, der dazu geführt hat. Und jetzt komme ich da rein. Ich habe im Ruhrgebiet in Essen Medizin studiert, Zeche Zollverein, hier Medizinische Hochschule, und habe mein erstes Interesse an der Grundlagenforschung durch wirklich einen tollen Doktorvater und Mentor, Professor Jennison, gefunden. Ich hatte damals noch ein relativ trockenes Thema, also wichtiges, aber trotzdem trockenes Thema, biochemische Aufreinigung von Enzymen. Aber habe dann gelernt, mit Frustration umzugehen, was, glaube ich, in der Forschung immer das Wichtigste ist. Und habe dann als Assistenzarzt hier am Universitätsklinikum Essen angefangen. Das war Professor Dürsen, das ist mein alter Mentor, hier Professor Tarek Möhrreu. Mit den beiden Kollegen, also mit den beiden habe ich zusammengearbeitet und als Assistenzarzt damals einerseits in der klinischen Versorgung gewesen, andererseits auch Forschung betrieben. Und ein Protein, das ich mir angeschaut habe, war das Protein GFI1. Keine Sorge, ich gehe nicht zu sehr in die Details, aber was man sagen muss, die Erbinformation ist in allen Zellen die gleiche. Also sei es in der Muskelzelle, in der Haarzelle oder in der Nervenzelle, die Erbinformation ist die gleiche. Warum die Zellen so unterschiedlich sind, ist, weil da die Information unterschiedlich ausgelesen wird. Also wie eine Bibliothek. Ich sage immer, Lübeck ist immer ein bisschen ein schwieriges Beispiel, weil die Bibliothek immer geschlossen ist. Aber wenn sie mal offen wäre, dann kann man sich ja vorstellen, es gibt eine Bibliothek für Informatiker, dann eine Bibliothek für Biochemiker, Bibliothek für Mediziner. Und in jeder Bibliothek stehen andere Bücher, die dann zu der Ausbildung der Studierenden beitragen. Und das ist auch in den Zellen so. Das heißt, jede Zelle hat einen Teil der Bücherei zu und einen Teil der Bücherei offen. Und die Zelle holt sich die Informationen raus, die offen sind. Und welche Information ausgelesen wird in welcher Zelle, das regeln sogenannte Transkriptionsfaktoren. Das ist so eine Art Bibliothekare, die sagen, der Teil der Bibliothek ist jetzt offen und die Information wird ausgelesen und in anderen, der Teil der Bibliothek ist zu. Und GFI1 ist ein Gen und ein Protein, das festlegt, welche Proteine und welche Gene ausgelesen werden und dass daraus eine Blutzelle entsteht und nicht auf einmal eine Gehirnzelle. Ja, es ist wichtig für die Differenzierung von verschiedenen Zellen aus den ganz unreifen Stammzellen zu den hin voll ausgebildeten Zellen. Und als ich habe damals ein Projekt gestartet und habe dann ein Angebot bekommen, nach Kanada zu gehen, was ich allen auch wirklich empfehlen kann, weil immer jeder Wechsel einen doch weiterbringt, bin ich nach Montreal gegangen, auch wirklich eine coole Stadt, sehr, sehr international. Der Chef ist Deutscher, das müssen wir als Bayerer anziehen, das war ein Scherz, aber das war wirklich die Stadt, französisch-englisch gewesen. Und da konnte ich das, was ich in Uniklinik Essen angefangen habe, dort an dem Institut weiterführen. Und die Frage war, wie kann man ganz gezielt Tumorzellen ausschalten? Auch das müsst ihr nicht ganz verstehen, aber es gibt ein bestimmtes Protein, GFI1, wie schon gesagt worden. Das brauchen die bösen Zellen, um sich vor dem Zelltod zu bewahren. Normalerweise, wenn eine Zelle, ein Tumor eingeschaltet ist, dann teilt sich die Zelle mehr, als sie es machen sollte. Und die Zelle merkt das, dass sie sich zu sehr teilt. Dadurch entstehen, wenn man zu viel was macht, kann man auch fast falsch machen. Und wenn man sich zu viel teilt, entstehen zu viele Fehler. Und normalerweise würde das Protein P53 diese Fehler merken und sagen, du machst zu viel Unsinn, jetzt bring dich mal um. Und
Aber die Krebszelle will sich ja nicht umbringen lassen, sondern nimmt dieses GFI1-Protein. Dieses GFI1-Protein blockiert dieses P53, sodass die Krebszelle, obwohl sie so viel Unsinn macht, keinen Selbstmord begeht. Und wir konnten nachweisen, dass wenn man GFI1 ausschaltet, in normalen Zellen nicht viel passiert, aber Krebszellen zugrunde gehen. Das heißt, man hat einen Ansatz, Krebszellen zu beseitigen, ohne dass man die normalen Zellen zu sehr beeinträchtigt. Als ich dann fertig war, bin ich wieder zurück nach Essen gekommen, dann weitergearbeitet und hatte dann durch die Deutsche Krebshilfe die Möglichkeit, eine eigene Arbeitsgruppe zu führen. Das waren viele, viele Kolleginnen, die das unterstützt haben. Professor Opalka ist auch ein weiterer Mitarbeiter, der sehr, sehr aktiv mit war. Und was wir untersucht haben, wie immer, zu viel kann Krebs auslösen, zu wenig kann Krebs auslösen. Und wenn man eine Zelle verändert, also ein Protein verändert, kann das auch Krebs auslösen. Das ist so das, was meine Arbeitsgruppe untersucht, also wie unterschiedliche Mengen von sogenannten Transkriptionsfaktoren, das sind diese Bibliothekare, die aufpassen, dass die richtigen Informationen ausgelesen werden. Wenn da zu wenig Bibliothekare da sind, ist es schlecht. Wenn zu viele Bibliothekare da sind, ist es auch schlecht. Und wenn die Bibliothekare komisch sind, ist das auch schlecht. So kann man das übersetzen. Und unsere Fragestellung war, wie kann man das untersuchen? Und es gibt dieses Gen, GFI1, das hat eine Veränderung an der Position, also an Position 36 wird Serien von alle, die hier Biochemie oder Chemie studieren. Gibt es jemand hier? Ja, perfekt, super. zu Asparagin ausgetauscht wird, dass ungefähr 5-7% der Bevölkerung hat das. Also 5-7% der Bevölkerung hat das. Wenn Sie das haben, Glückwunsch, Sie haben das von den Neandertalern. Und das ist ein Gen, das normalerweise in sogenannten Makrophagen, das sind so Immunzellen, deren Aktivität erhöht. Das heißt, wenn Sie irgendwann eine Wildnis als Neandertaler sich gestochen haben oder die Säbelzahntiger sie zu sehr reingebissen hat, dann können diese Makrophagen die Wunde besser beseitigen. Das heißt, bis sie 30 geworden sind, haben sie davon Vorteil gehabt. Das Problem ist, wenn sie dann als Neandertaler 80 geworden sind, macht das wiederum andere Sachen, die nicht so gut sind. Und was wir zeigen konnten, ist, dass Patienten, die bestimmte Bluterkrankungen haben, dieses Protein häufiger aufweisen. Das heißt, das Protein macht einerseits das Immunsystem gut, prädisponiert aber gleichzeitig zur Entwicklung von bestimmten Blutkrebserkrankungen. Das heißt, man hat ein höheres Risiko, bestimmte Blutkrebserkrankungen zu entwickeln. Bevor ich das sage, keine Sorge, diese Blutkrebserkrankungen sind sehr selten. Also selbst wenn Sie das haben, steigt Ihr Risiko von 1,1% auf 1,01%. Also brauchen Sie das mal, also für die global ist es nicht wichtig. Also wenn Sie aufhören zu rauchen, was hoffentlich keiner hier macht, machen Sie für Ihre Gesundheit viel, viel mehr als dieses Protein. Aber wie gesagt, ein Teil trägt zur Krebsentstehung bei. Und was man sieht, dass dieses veränderte Protein in Rot, das sind sogenannte Überlebenskurven. Das heißt, jedes Mal, wenn eine Treppe runtergeht, ist leider ein Patient verstorben. Und Patienten, die diese Version aufweisen, dieses veränderte Protein aufweisen, sterben leider schneller an der Erkrankung als Patienten, die das nicht aufweisen. Und sprechen leider auf bestimmte Therapien, seien sie auch noch so aggressiv, nicht so gut an. Das heißt, Patienten, ungefähr 15% aller Blutkrebspatienten, haben diese Veränderungen, sprechen auf die Therapie nicht so gut an, wie Patienten, die das nicht aufweisen. Auch da hat dann meine Arbeitsgruppe zeigen können, dass es daran liegt, dass dieses GFI136N, dieser Bibliothekar, wir erinnern uns, Bibliothekare passen auf, welche Informationen ausgelesen werden. Dieser Bibliothekar ist nicht in der Lage, bestimmte Bücher zu schließen, die Krebsproteine herstellen. Also Krebsproteine sind am Anfang ihrer Entwicklung wichtig, weil sie dann, wenn sie aus einem Zellhaufen, der befruchtet ist, dann ein ganzer Mensch wird. Das muss sich ja auch unheimlich viel teilen. Und diese Informationen werden normalerweise zur Embryonalentwicklung, für die frühe Entwicklung benötigt, aber müssen da aber dann ausgeschaltet werden. Aber wenn dieses Protein verändert ist, bewirkt das einerseits, dass in Makrophagen diese Immunzellen aktiver sind und die Bakterien vom Säbelzahntiger beseitigen können. Andererseits aber, wenn sie alt genug werden, zu mehr Mutationen führen und das zur Krebsentwicklung beiträgt. Dann habe ich, was immer der Krebsforschung ist, einmal von mein Ziel war es, nach Lübeck zu kommen. Das heißt, habe ich einen Schritt gemacht, bin erst von Essen nach Münster gegangen mit dem ersten Schritt und habe dort im Uniklinikum hier gearbeitet. Professor Lenz war ein dortiger Mentor gewesen. Und was wir da gemacht haben, wir haben gesehen, dass sich dieses GFI1, dieses veränderte Protein,
führt nicht nur dazu, dass bestimmte Gene, bestimmte Proteine zu viel ausgelesen werden, sondern wir konnten auch weisen, Mensch, da die Zelle macht auch mehr Fehler in der DNA-Reparatur. Immer wenn sie draußen rumlaufen, der Sonne sich aussetzen, aber selbst in den Keller reingehen, atmen sie radioaktive Substanzen ein oder Strahlung ein. Die kommt ganz natürlich vor und die führt immer zu Brüchen in der DNA. Also in jeder Zelle von ihnen kommt es täglich zu DNA-Brüchen. Und die normalerweise erkennt die Zelle selber und repariert das. Ne? Also wie zu Hause irgendwie, oder jetzt viele Fahrräder hier mit Fahrrad, der Schlauch kaputt geht, so geht auch in der Zelle dauernd die DNA kaputt und die Zelle repariert das wieder. Was wir gesehen haben, dass diese Patienten dieses GFR36N haben, deutlich mehr Fehler im Genom aufweisen, also viel mehr Fehler aufweisen als Patienten, die diese Veränderung nicht haben. Dass das bei uns gefördert hat, dass GFR136N nicht nur aufpasst, welche Bibliotheksteile offen sind oder zugeschlossen, sondern die darauf aufpassen, dass die Information in den Büchern selber korrigiert wird oder bei 36N nicht korrigiert wird. Und haben dann Nachweisungen, oder sehr komplex, aber was ich merken können, 36N bewirkt, dass verschiedene Reparaturwege in den Zellkern behindert sind. Und das führt wiederum dazu, immer wenn mehr Mutation, also wenn DNA-Reparatur verändert ist, entsteht dadurch mehr Fehler. Und wenn Sie mehr Fehler haben, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass einer der Fehler auch zur Krebsentstehung beitragen kann. Und die Frage ist, okay, jetzt wissen wir, dass es alles ganz schlimm ist. Kann man das auch irgendwie therapeutisch angehen? Immer wenn etwas Krebs auslöst, öffnet sich dann immer auch ein Weg, wie man das Ganze ganz gezielt angehen kann. Und da kommen hier, sind alle anderen hier Informatiker oder Mathematiker? Sehr gut, ja. Also da kommen die Informatiker und die Mathematiker. Ich liefere bei Ihnen ungefähr 20 Gigabyte Daten ab und sage, mach mal. Und was dann die machen, dann versuchen dann so Analysen zu machen. Das sieht kompliziert aus, aber man versucht dann zu schauen, wenn dieses GFR136 da ist, welche Proteine sind dann verändert und gibt darunter Proteine, die man therapeutisch angehen kann. Und Sie müssen jetzt nicht verstehen, was, aber es gibt zwei verschiedene Proteine, für die gibt es schon Medikamente für andere Krebserkrankungen. Und wir konnten nachweisen, dass zwei verschiedene Krebsmedikamente, die schon für andere Erkrankungen zugelassen, also für Gehirnkrebs zugelassen sind, bei dieser Art von Leukämie extrem gut wirken. Und zwar, die bewirken, dass die bösen Zellen, die 36N aufweisen, zerstört werden, ohne dass die normalen Zellen, also die normalen Zellen hier beeinträchtigt werden. Das heißt, man hat ein therapeutisches Fenster, man kann die bösen Zellen wegmachen, aber die guten Zellen werden nicht angegriffen. Und das ist die Zusammenfassung, dass wir hier haben. Also wir haben nachweisen können, die 36N-Protein, das ist in der DNA-Reparatur beteiligt. Das bewirkt, dass mehr Fehler entstehen, mehr Fehler machen, einen aggressiveren Krebs. Aber das öffnet auch wiederum die Möglichkeit, das Ganze therapeutisch anzugehen. Und wir haben in einer extrem kleinen Studie, retrospektiv, also zurückblickend, nachgewiesen, dass Patienten, wenn man denen chemotherapiefrei zwei bestimmte Medikamente gibt, die nicht chemotherapeutisch sind, dass man die heilen kann. Das Ganze ist auch gerade publiziert worden. Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen das auch zuschicken. Genau, nachdem ich in Münster war, zu meinem eigentlichen Ziel, hier nach Lübeck zu kommen, Professor von Bubenhoff, das ist das Team der Klinik, wo ich dann hier als Professor für translationelle Krebsforschung angefangen habe und in seiner Abteilung als stellvertretender Klinikdirektor tätig bin. Und was wir uns dann angeschaut haben, was ich schon gesagt habe, ist nicht nur Veränderungen in den Zellen, die zur Krebsentstehung beitragen, sondern auch das umgebende Gewebe ist daran beteiligt. Und was wir nachweisen konnten, ist, dass Gewebe, das von Krebspatienten entnommen wird, hier dieses Rot, das Wachstum von Tumorzellen besser unterstützt, als das normale Gewebe, das von gesunden Personen entnommen wird. Das heißt, Krebszellen modifizieren das Gewebe dahingehend, dass sie das Wachstum von bösen Zellen besser fördern, aber das Wachstum von normalen Zellen hemmen. Das konnten wir für diese Blutkrebsart nachweisen und konnten dann auch das sieht kompliziert aus, aber die Zellen aufreinigen, dann wiederum mit Bioinformatikern, Genexpressionsanalyse gemacht und gesehen, dass ein bestimmter Signalweg, Notch, das ist ein Protein, bei diesen Zellen extrem hoch exprimiert wird und zur Krebsentstehung, dieses Protein hoch exprimiert wird und dass dies das Wachstum von malignen Zellen fördert. Also das umgebende Gewebe wird durch die Tumorzellen
angeregt, ein bestimmtes Protein zu produzieren. Dieses Protein wiederum fördert das Wachstum von normalen von malignen Zellen und hemmt das Wachstum von normalen Zellen. Das haben wir hier dargestellt. Und wir haben dann gesehen, Mensch, dieser Signalweg, der dann hochgefahren wird, diese Notch-Signalkaskade, kann man wiederum durch ein ganz altes Medikament, Dexamethason, also Cortisonpräparat, behandeln. Also man gibt ein Medikament, das aus der Rheuma irgendwie und Asthma-Forschung bekannt ist. Das gibt man Krebspatienten und dadurch kann man diese Umprogrammierung der Gewebszellen verhindern. Und das haben auch andere Kollegen jetzt, also wir haben gezeigt, warum das so ist, aber andere Kollegen hatten schon beobachtet, dass wenn man Patienten Dexamethason gibt, also wirklich kein Chemotherapeutikum, dann überleben die in Schwarz besser als Patienten, die das nicht bekommen haben. Und die Frage war, Mensch, warum ist das so? Und wir konnten eine Erklärung liefern, dass tatsächlich durch Dexamethason-Gabe diese Umprogrammierung des Gewebes zumindest teilweise aufgehoben wird. Neben diesen Ansätzen, die wir hier erprobt haben, gibt es noch weitere Ansätze. Und wie ich schon gesagt habe, man versucht, das Immunsystem auszunutzen. Normalerweise diese bösartigen Zellen binden an das Immunsystem und schalten das Ganze aus und sagen, Mensch, greif mich nicht an. Und es gibt neue Therapieansätze, wo man versucht, gerade das wieder aufzuheben. Das, was wirklich hier auch am UKSH läuft, ist, dass man von den Patienten Immunzellen nimmt, also Immunzellen von den Patienten entnimmt, diese im Labor gentechnisch verändert, und zwar in einer Art und Weise gentechnisch verändert, dass diese Zellen nicht mehr vom Immunsystem blockiert werden, sondern aktiviert sind. Also man nimmt die Zellen raus in eine andere Bibliothek und sagt, Mensch, das ist die böse Zelle, greift den mal schön an und verändert das Genom und gibt das den Patienten wieder zurück. Und das ist wirklich die erste Patientin, die das weltweit bekommen hat, Emily Whitehead. Man hier sieht auf der linken Seite, ist eine bestimmte Art von Blutkrebs gewesen und die hat auf 3 verschiedene Chemotherapien gar nicht angesprochen. Und hat dann zum ersten Mal haben ihr Blutzellen entnommen, die im Labor gentechnisch nicht verändert und so umprogrammiert, dass sie das böse Zellen erkennen, ihr zurückgegeben. Und mittlerweile ist es nicht mal 7 Jahre, sondern schon 10 Jahre ist sie krebsfrei. Also mittlerweile eine junge Frau geworden, die einen Abschluss gemacht hat und hoffentlich ihren Weg gehen wird. Und wenn man hier sieht, was ich Ihnen zeigen wollte, 1940, also als das Buch meiner Tante aktuell war, sind die Patienten mit Leukämien gestorben, relativ schnell. Und mit den Jahren, also es sind verschiedene, also in den 70ern, 80ern, 90ern, 2000, 2010er, sehen Sie, dass wir das Überleben deutlich verbessern und hoffentlich, das Zeichen gleich 2050, das noch weiter verbessern können, sodass aus Krebs vielleicht irgendwann mal, vielleicht nicht immer geheilt werden kann, aber eine chronische Erkrankung wird. Und da kommt wirklich Lübeck zu Spiele. Ist wirklich das Zentrum für künstliche Intelligenz, habe ich gelernt. Und das merkt man auch im Umgang. Man hat viele Kolleginnen und Kollegen, mit denen man seine Probleme anvertrauen kann. Professor Busch und das Zentrum für Intelligenz, künstliche Intelligenz, das sind wirklich die beiden Bereiche, wo wir sehr, sehr eng zusammenarbeiten und dort das sogenannte molekulare Tumorboard eingeführt haben. Das ist immer dann, wenn Patienten auf alle bestimmten Therapien nicht mehr gut ansprechen, werden sie bei uns vorgestellt. Da wird die Tumorprobe genommen und dann sequenziert, also das gesamte Genom aufgeschlüsselt. Das hat ja, ich weiß nicht, wie Sie es wissen, in den 2000er Jahren oder 1996 bis 2000 hat das, glaube ich, 20 Milliarden Euro gekostet und 8 oder 10 Jahre gedauert. Und das, was man 1990 10 Jahre gebraucht hat und 20 Milliarden Euro für 1, 2 Proben, braucht man jetzt irgendwie nur eine Woche und nur noch 500 Euro. Und wir sequenzieren die gesamte Information, gucken, welche Veränderungen sind da und kann man diese Veränderungen durch Medikamente, die für andere Krebsarten zugelassen sind, behandeln. Und wenn man das gesehen hat, geben wir eine Therapieempfehlung dem Patienten. Meistens sind die Medikamente nicht zugelassen, dass man die Krankenkasse fragen muss, ob die das auch für diesen Patienten bezahlen und dann hoffentlich für die Patienten ein Therapieangebot machen. Das wird von den Kollegen hier, Frau Dr. Fliegner, Professor Busch, Gebauer, Lorenz Bastian, Anke Fehnrich und Axel Küstner, auch er wirklich ein Bioinformatiker durch und durch, der aber wirklich für die Krebsforschung uns viel voranbringt, mitgeleitet. Und was wir jetzt versuchen zu machen, nicht so sehr zu schauen, ob es ein Lungenkrebs oder Blasenkrebs oder Gehirnkrebs ist, sondern wir schauen uns an, welche Veränderungen sind das. Weil
Ähnliche Veränderungen treten in verschiedenen Krebserkrankungen auf. Und diese Veränderungen kann man dann durch ganz bestimmte Medikamente behandeln. Und auch da sind hier in Lübeck laufen verschiedene Studien, wo man wirklich jetzt nicht die Tumorart anschaut, sondern sich die Mutation anschaut und versucht dann für diese Mutation bestimmte Therapien anzubieten und die im Rahmen von Studien zu untersuchen. Und auch da ist es hier am UKSH, laufen verschiedene Studien, die wir selber entwickelt haben. Eine Studie, die ich entwickelt habe, wo wir schauen, kann man bestimmte Blutkrebsarten ohne starke Chemotherapie behandeln. Weil jede Chemotherapie hat ihre Nebenwirkungen und bewirkt wiederum selber, dass neuer Krebs entstehen kann. Also immer, wenn man Patienten Chemotherapie gibt, kann der Tumor weggehen, aber auch neuer Krebs entstehen, weil diese Chemotherapeutika viele Zellschäden machen. Und wir untersuchen, bei einer bestimmten Blutkrebsart kann man diese Patienten auch ohne Chemotherapie heilen. Oder nur durch Antikörpergabe. Dann in Kiel auf eine andere Studie, wo wir auch versuchen, bei einer ganz aggressiven Leukämieart auch wiederum chemotherapiefrei zu heilen, indem man nur bestimmte Substanzen gibt, den Signalhaushalt angreifen und dort die Zellen beseitigen. Und eine Studie, die am Campus Lübeck hier läuft, wo wir schauen, ob wir das Immunsystem dadurch, indem wir das Immunsystem aktivieren, das operative Ergebnis und das Krankheitsergebnis verbessern können, indem wir bestimmte Medikamente geben, die den Krebs angreifen. Und dass ich Ihnen hoffen zeigen konnte, dass wirklich dieses molekulare Tumorboard hier am Campus Kiel und Lübeck sehr stark in die Forschung einbezogen ist, dass wir versuchen, aus klinischen Fragestellungen Grundlagenfragestellungen zu machen. Und da sind wir immer mehr auf die Hilfe von Kollegen, Bioinformatik, Biochemie, Statistik, Mathematik angewiesen, weil die Daten einfach zu komplex werden und zu schwierig werden und das nur im Team zusammen schaffen und das versuchen zu machen. Last but not least, vielleicht alle, die hier Biochemie oder produzieren, Professor Pusch kennen, glaube ich, viele, Gemoll und Ulrich Günther. Wir haben uns bisher immer nur genomische Informationen angesehen, aber wir gucken uns jetzt auch an, welche Proteine sind verändert, wie ist der Stoffwechselhaushalt verändert und kann man das wiederum zu Therapieansätzen verwenden. Das ist ein Paper, das erschienen ist und was wir auch versuchen, hier am Campus Lübeck und Kiel nachzubilden, wo wir wirklich die Tumorprobe nehmen und nicht nur das genomische Information anschauen, sondern auch die Proteine anschauen, die Stoffwechselprodukte anschauen, um zu gucken, kann man für jeden Patienten, der auf die normalen Therapien nicht anspricht, einen Therapieansatz entbrechen, der hoffentlich dann auch zumindest die Krankheit aufhält. Und das alles ist gar nicht meine Sache, sondern wirklich eine Teamsache. Einmal aus unserer eigenen Klinik, dann das sogenannte ZKS, als Zentrum für klinische Studien, die Klinik von das Institut von Professor König, kennt ihr sie? Ja, genau. Also Frau Professor König, das Team, all diese Studien sind überhaupt nicht möglich durch die Zusammenarbeit mit anderen Kollegen. Und wir arbeiten nicht nur alleine, sondern auch mit anderen Kollegen zusammen. Hier Professor Fischer, Nanobots, wo wir versuchen tatsächlich Nanoroboter zu entwickeln, die dann im Körper herumschwemmen, um die Krebszellen zu beseitigen. Das hört sich nun wirklich total spacey an, ist es auch. Aber wir fangen gerade damit an und bin mal gespannt, wo das hingeht. Und das Ganze ist nicht meine Idee, sondern drei andere Kollegen, Professor Baldus, mein Chef Nikolaus von Bubendorf, Frau Professor Leitsch. Wir sind quasi in diesem Schleswig-Holstein Krebszentrum beteiligt und versuchen das dann zu beenden und arbeiten auch wieder nicht alleine, sondern mit vielen Kollegen in der Niederlassung, mit denen wir zusammenarbeiten. Also die Spitzenforschung soll nicht nur Patienten in Kiel und Lübeck zustande kommen, sondern auch von Amrum, wo auch immer das ist, glaube ich, hier, bis nach Fehmarn zur Verfügung stehen und wirklich allen zugutekommen, in Schleswig-Holstein und in Deutschland. So dass die Zusammenfassung ist, Verlust von GFI1 führt zur Regression von Leukämien. GFI1 bewirkt, dass die Bücherei an falscher Stelle auf- und zugemacht wird. GFI1 behindert die DNA-Reparatur. Die Leukämie beeinflusst das umgebende Gewebe. Und was ich Ihnen hoffentlich zeigen konnte, durch Ansatz von Methoden, die noch in den 2000er wirklich grundlagenforschend waren, aber schon in der Krankenversorgung angekommen sind, versuchen wir für Patienten maßgeschneiderte Therapien zu finden und durch Veränderung der Gewebszellen und Einsatz von Informatik, aber neuen auch Untersuchungsmethoden wirklich für die Patientinnen und Patienten maßgeschneiderte Therapieansätze darzubringen. Vielen lieben Dank. Fragen? Ist eine Frage, oder? Ohne Frage.
Mit Frage, oder? Sehr gerne. Wenn es Fragen gibt, dann nehme ich das Mikrofon. Dann kann man euch auch im Video hören. Ich komme mal rum. Wie geht das? Hallo? Kann man mich verstehen? Ja. Mein Name ist Günther, ich bin mal Arzt gewesen, bin jetzt in Rente. Ich bin mit diesen ganzen Therapieverfahren nicht mehr aufgewachsen, sondern das war eigentlich schon nach meiner Zeit gewesen. Stelle mir im Augenblick aber die Frage, es gibt Krebsarten, die sind, da weiß man nicht, wo die herkommen. Die sogenannten CUPs, also Cancer of Unknown Provenience. Lassen sich diese Recherchen, die Sie ausgeführt haben, die Sie gemacht haben, auch auf diese Arten von Krebsen anwenden? Genau, also der Kollege hat gefragt, Cancer of Unknown Primary, also man sieht Metastasen, aber weiß nicht, wo die herkommen. Das ist immer schwierig, wenn man nicht weiß, wo die herkommt bis jetzt, weil man immer, Therapie war immer davon abhängig, wo der Tumor herkommt. Für Leberkrebs gibt es eine andere Therapie als für Lungenkrebs. Wenn man nicht weiß, wo der Tumor herkommt, ist immer schwierig, aber das sind eben diese Patienten, die wirklich im molekularen Tumorboard vorgestellt werden, wo wir dann wirklich versuchen, das Genom aufzuschlüsseln und dann quasi indirekt rauszufinden, wo kommt der Tumor wirklich her und dann entsprechend Therapien zu entwickeln. Inwieweit arbeiten Sie auch mit der Industrie zusammen? Sehr stark. Also, also ein Medikament zu entwickeln, kostet ungefähr 1 Milliarde Euro. Muss man sagen. Also jedes Medikament, Krebsmedikament, das eingesetzt wird, kostet so irgendwo zwischen 500 Millionen und 1 Milliarde Euro. Der Grund ist der, weil man weiß eine Struktur, die man angreifen will, muss aber ungefähr 10.000 Moleküle probieren. Von diesen 10.000 Molekülen passen 500 so weit, dass man in Zellkultur einbauen kann. Wenn man in Zellkultur das gemacht hat, dann verschwinden wieder 50 oder einmal nur 10 Moleküle, die man im Patienten einsetzen kann. Von diesen 10 Molekülen ist nur einer wirklich erfolgreich. Das heißt, es ist ein großer Kapitalaufwand notwendig, weil man einfach unzählige Forscherinnen damit beschäftigen kann, diese Moleküle zu entwickeln. Und das kann man eigentlich nur, also das gibt, also die DFG hat ein, die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat ein Budget von 3 Milliarden Euro, würde ich jetzt mal schätzen. Das heißt, sie können genau 3 Medikamente damit entwickeln und würden alle andere Forschung in Deutschland stilllegen müssen. Wenn das jetzt so viel Geld kostet, ich frage mich gerade, ohne vom Fach zu sein, wie ist die Datenoffenheit bei solchen Untersuchungen und gibt es ein Interesse, mit offenen Daten und auch offenen Programmierungen und dergleichen zu arbeiten? Kann das auch die Kosten senken? Offene Daten, ganz wichtig. Das ist ein Bereich, der ganz schwierig ist. Jetzt gar nicht so sehr, weil die Industrie das gar nicht möchte, die Daten freizulegen, sondern das Problem ist, es sind ja alles persönliche Daten. Also wenn man die Erbinformation jetzt allen zugänglich machen würde, dann könnte man, wüsste man genau alles, was die Person hat. Also Augenfarbe, Geschlecht etc. etc. Das sind ja extrem sensible Daten. Und die Frage ist, wie kann man einerseits, also die meisten Patienten sagen, Mensch, ja doch, ihr könnt meine Daten verwenden, ich will, dass auch anderen geholfen wird. Weil alle Therapieansätze, die heute da sind, beruhen darauf, dass Patienten früher an Studien teilgenommen haben. Also ohne Studien würden wir den Fortschritt nicht haben, weil wir ja immer untersuchen müssen, ist das, was wir uns denken, auch wirklich richtig. Also da ist es immer ein Problem, dass man manchmal von den Datenschutzgrundverordnungen gar nicht auf die Daten zugreifen kann. Da kommt wieder Frau Professor König und Professor Schimschak, die versuchen, sogenannte synthetische Daten zu schaffen. Also dass man versucht, die Daten so zu verfremden, dass man nicht mehr zurückschließen könnte auf den Patienten. Die Informatik habe ich das richtig gesagt, aber gleichzeitig dennoch die Daten trotzdem verwenden kann. Also IT-Sicherheit, oder? Warst du? Ja, genau. Genau. Also dass man Daten so verändert, dass man sie einerseits nutzen kann, aber andererseits wieder nicht zurückschließen kann. Was war die zweite Frage? Das kann ich beantworten. Achso, ich dachte, das zweite. Ja. Ja. Spezifisch jetzt bei den Krebssorten, die von Unknown Origin waren, wie machen Sie das da mit der Genomanalyse? Machen Sie da die Genomanalyse von irgendeiner Körperzelle oder muss da spezifisch jetzt vom Krebs die Tumorzelle werden? Also man muss ja, wenn man einen Tumor sieht, nimmt man immer eine Probe raus und nimmt man die Tumorzelle raus und untersucht die Tumorzelle ganz spezifisch und vergleicht dann
die Tumorzelle, DNA, mit der, also man nimmt auch von den Patienten immer Blutzellen oder Schleimhautzellen und vergleicht das Genom. Sieht, was ist das, was der Patient schon vorhatte und was ist das Typische für das, für die Tumorzelle. Können Sie noch mehr über die Chancen von Nichtmedizinern in der Krebsforschung sprechen? Extrem groß. Also ich glaube, wir können alle Kolleginnen und Kollegen gut ins Team integrieren. Also egal, was sie studieren, das hilft uns. Also Mathematiker, das sind ja extrem komplexe Modelle, die wir aufstellen müssen. Und wenn wir Millionen Daten irgendwie synthetisch verändern wollen, das schaffe ich schon bei Weitem nicht. Informatiker sind ganz wichtig, weil man einfach diese, wir versuchen durch künstliche Intelligenz Strukturen zu entdecken, die so nicht offensichtlich sind, durch Biologen, Chemiker, aber wirklich, also eigentlich kann man in der Krebsforschung alle einsetzen, aber auch Physiotherapeutinnen, Ergotherapeutinnen, also das sind, der Patient ist ja nicht alleine, ist ja nicht nur das Genom und die Krebs, sondern der Patient hat ja seine Bedürfnisse oder ihre Bedürfnisse. Also wer immer möchte, ist herzlich willkommen. Wenn Sie eine Masterarbeit, Magister, Bachelor, Promotion etc. suchen, mich ruhig anschreiben und ich stelle den Kontakt entweder bei mir her oder bei anderen her. Ja. Sie sprachen eben davon, dass die Patienten, die zu Ihnen kommen, schon therapiert worden sind, wo halt die Therapien nicht angeschlagen haben. Das heißt für mich im Umkehrschluss, dass es diesen Menschen auch schon relativ schlecht geht, weil sie ja schon Therapien durchgemacht haben. Inwiefern erschwert das Ihre Arbeit? Ja, also man macht das nicht einfacher. Ich muss nur ganz eine Sache sagen, es müssen nicht alle Patienten mit Krebs ins UKSH kommen. Ne? Im Netzwerk in Schleswig-Holstein, aber überall sind extrem gute Onkologinnen und Onkologen tätig und nicht alle müssen das Genom sequenziert werden, nicht, dass das Gefühl entsteht. Es gibt ja Therapien, die sehr gut wirken, auch mit Chemotherapien und trotzdem die Patienten heilen. Es ist nur ganz, nicht das Gefühl entsteht, sie müssen jetzt alle ins UKSH kommen. Was wir versuchen, mit den Kollegen im Netzwerk zu vereinbaren, dass die Patienten vielleicht früher einbestellt werden. Da kann man jetzt nicht, also es gibt, wir haben bestimmte Empfehlungen, je nach Krebserkrankung, ab welcher Linie die vorgestellt werden. Aber es ist ja, jeder Mensch ist ja individuell. Wenn man jetzt einen 30-jährigen Patienten hat mit Dickdarmkrebs, also er ist 30 Jahre und hat Dickdarmkrebs, den würde ich schon viel früher im molekularen Tumorboard vorstellen, weil er einfach noch viel mehr Lebensweg vor sich hat, als jemand 80-jährigen oder 85-jährigen Patienten, der die gleiche Therapie braucht, ohne Frage, aber einfach einen anderen Lebensweg vor sich hat. Also wir stehen immer offen, für Ihre Angehörigen was suchen, können Sie uns immer gerne kontaktieren. Ganz wichtig, der Kollege, der Sie vor Ort betreut oder Ihre Angehörigen betreut, der ist extrem gut. Also Sie müssen nicht alle hinkommen, aber Sie können den Kollegen ja fragen, lohnt es sich, den Patienten im molekularen Tumorboard vorzustellen? Und der oder die Kollegin wird das, glaube ich, gut entscheiden können. Aber man muss ja immer nachfragen.